Oh, Sören. Oh, oh. Mann, ich krieg einfach keinen hoch. Sorry. Ist okay, ist nicht schlimm. Du hast total Lust auf Sex und die Situation ist perfekt. Doch das blöde Ding wird oder bleibt einfach nicht steif. Das ist natürlich der absolute Super-GAU. Das passiert aber genauso Jungs wie auch erwachsenen Männern. Meistens liegt es daran, dass du viel zu aufgeregt bist und dich zu sehr unter Druck setzt. Das hat aber damit nichts zu tun, ob du impotent bist oder nicht. Und deshalb ist das erste Mal ein typischer Zeitpunkt für einen schlaffen Penis. Sprecht gemeinsam über eure sexuellen Erwartungen und Befürchtungen. So findet ihr ganz schnell heraus, ob das Problem damit zu tun hat, dass du dich beim Sex überforderst. Und nehmt euch viel Zeit für gemeinsame Zärtlichkeiten. Umso intensiver euer Vorspiel ist, umso leichter fällt es dir, eine Erektion aufzubauen und auch zu halten. Liebe Mädels, wenn euer Schatz mal nicht sofort einen steifen Penis bekommt, bitte seid verständnisvoll, das Ganze liegt nicht an euch. Und Jungs, wir Mädels sehen das locker, wenn der Penis mal jetzt nicht so auf Knopfdruck funktioniert. Also macht euch nicht so einen Kopf. Genau, und wegen einer Erektionspanne muss man sich auf gar keinen Fall schämen. Entspannt einfach, Jungs, und dann wird das wieder. Genau, stattdessen könnt ihr ja kuscheln, die Nähe genießen oder du verwöhnst deine Freundin auf eine andere Art und Weise. Und wer weiß, vielleicht meldet sich dein Penis währenddessen auch schon einsatzbereit zurück. Außerdem können die Mädels auch einiges für die Erektion tun. Wenn du dauerhaft mit Erektionsstörungen zu kämpfen hast, solltest du einfach mal zum Urologen gehen, um herauszufinden, ob psychische oder körperliche Ursachen schuld daran sein könnten. Mit einem Urologen kannst du gemeinsam nach Lösungen suchen. Scheu dich nicht, einen Termin zu vereinbaren, wenn du Erektionsprobleme haben solltest. Er weiß ganz genau, wie Jungen und Männer ticken und außerdem steht er unter Schweigepflicht. Welche Themen interessieren euch und welche Fragen brennen euch unter den Nägeln? Lasst es uns wissen in den Kommentaren. Gerne auch das Video liken, ja, also Daumen oben lassen und noch mehr Infos könnt ihr natürlich auf bravo.de nachlesen. Ganz genau, vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren und Sabrina, ich glaube, ich kriege jetzt wieder eine Erektion. Wir haben Zeit bis nächste Woche. Ah, okay, stimmt, yeah. Hab ich vergessen. Tschüss! Ich habe eine erotische Nachricht von Tom gekriegt. Wie geht denn jetzt Sexting? Ganz so erotisch wird's heute bei mir nicht, denn bei mir geht es um Pilzinfektion. Was das ist, erfahrt ihr bei mir. Oh Gott, ist das aufregend. Erotische Nachrichten verschicken, Sexting. Pilzinfektion im Schritt, was man dagegen machen kann, erfahrt ihr bei mir.